Come on. Die Musik ist mir persönlich etwas zu leise. Totti! Dreh das Ding auf! Let's go! Geil! Totti! Messi! Messi! Trafft dich, tauft dich. Für immer und ewig. Eusebio! I don't breathe you like that anymore. Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar ein weiteres FIFA 23 Video. Nicht nur irgendein FIFA 23 Video, sondern mein erstes Starter-Team FIFA 23 Video. Freunde, ihr habt es gesehen. Die Ratings wurden auf Twitter geleakt. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich hab's lieber, wenn alles offiziell nach Datum und so weiter rauskommt. Aber gut, es ist so, die Ratings wurden geleakt. Dementsprechend konnte man jetzt auch schon anfangen, Teams zu bauen. Und genau das habe ich für euch gemacht, Freunde. Wir haben zwei Teams insgesamt gebaut. Ein Low-Low-Budget-Team, was man halt, ja, zum direkt Beginn eventuell sich holen kann. Und ein Team, was für die erste Weekend League vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wo aber ein paar Münzen mehr gefragt sind. Wenn ihr das Video feiert, Freunde, und wenn ihr hyped seid auf FIFA 23, tut mir bitte den Gefallen. Lasst ein Abo da auf diesem Kanal. Es wird ganz, ganz viel Content für euch kommen. Lasst auch sehr, sehr gerne ein Like da, Freunde. Ich brauche das Feedback in den Kommentaren auch von euch durch Kommentare. Hä? Ich brauche auf jeden Fall Feedback. Bevor wir starten, auch ganz kurz nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an Steppi und Ozzy. Meine beiden Mods, die tatkräftig da mitgeholfen haben. Um 2 Uhr nachts haben Steppi und ich noch telefoniert. Jetzt ist gerade übrigens 8 Uhr am Morgen. Es ist so schwer, Hybrid-Teams in FIFA 23 zu bauen, wo alle auf voller Chemie sind. Es ist so schwer. Ein paar Stunden, nachdem ich das Video aufgenommen habe, hat EA etwas am Chemistry-Modus geändert und Bescheid gegeben, dass man jetzt nur noch 2 aus einer Nation braucht für einen Chemistry-Punkt. So wie ich es gebaut habe, war es basierend darauf, dass man 3 aus einer Nation braucht für einen Chemistry-Punkt. Jetzt braucht man aber nur noch 2. Das heißt, EA hat es geändert. EA hat es auch einen Ticken leichter gemacht jetzt. Ändert aber nichts an den Teams, die ich gebaut habe, an diesen Starter-Teams. Die bleiben so OP, wie sie sind. Die bleiben auch alle auf Full-Chemistry. Aber für die zukünftigen Videos ist es ein Ticken leichter, Teams zu bauen mit Full Chem, weil man, wie gesagt, jetzt nur noch 2 aus einer Nation braucht für einen Chemistry-Punkt. EA hat jetzt schon was geändert, obwohl das Spiel noch nicht mal draußen ist. Hatten ein Jahr Zeit, sich Gedanken darüber zu machen und merken jetzt, dass irgendwas zu schwer ist oder nicht ganz funktioniert. Ja, egal. Ändert nichts dran. Wir fangen an mit dem Low-Low-Budget-Team. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. So, Freunde. Wir fangen an mit der Verteidigung dieses Low-Budget-Teams, was man vielleicht schon in den ersten 1 bis 3 Wochen haben kann. In der linken Verteidigung haben wir Lucas Hernandez und links daneben haben wir Upamecano, Freunde. Ganz kurz, ich habe nebenbei auch die Twitter-Timeline offen. Wir sehen hier die voraussichtlichen Werte für Upamecano, die sehr ordentlich sind für ein Starter-Team. Und wir sehen die Werte für Hernandez, der sowohl Linksverteidiger als auch Innenverteidiger spielen kann. Auch diese Werte sind sehr, sehr strong. Mit einem Shadow kann der absolut auch auf der LV-Position spielen. So, Freunde, dann haben wir in der Innenverteidigung Pau Torres, der nächstes Jahr, wir sehen es hier, ein 83er Rating bekommen wird. Also die Karte wird nochmal besser als die aktuelle Karte. Sehr, sehr ordentlich für ein Starter-Team. Und im Tor haben wir auch einen Spanier aus der La Liga. Und zwar Unai Simon. Bei den Keepern müssen wir natürlich immer wieder so ein bisschen aufpassen. Wer ist gut, wer ist OP, wer ist nicht so gut. Hauptsache, ihr bringt diesen Torwart erstmal auf 3 Chemie. Das andere ist erstmal egal. Rechtsverteidiger haben wir dann den 3. Franzosen. Dadurch auch ein Chemiepunkt durch französische Spieler schon. Und zwar Klaus, der ist zu Marseille gewechselt. Der wird von 77 Rating auf ein 80er Rating hochgehen. Auch diese Karte wird dann deutlich besser ausschauen als die aktuelle. Und somit steht dann auch die Viererkette. Wir sehen es jetzt hier, kleine Chemieschule. 2 Chemie für Hernandez und Upamecano, weil 2 Bayern-Spieler, gibt einen Chemiepunkt, sehen wir hier. Und insgesamt aber 3 Franzosen, es gibt einen weiteren Chemiepunkt, deswegen 2. Die anderen haben bis jetzt 0 Chemiepunkte. So, Freunde, im Zentrum haben wir die nächsten 2 Franzosen und zwar Guendouzi und Fofana. Guendouzi, der von 77 voraussichtlich
auf 80er Rating hochgehen wird und dementsprechend wirklich eine richtig geile Karte haben wird, der auch direkt schon auf Full Cam ist, weil zwei Spieler von Marseille, ein Chemiepunkt, insgesamt drei bzw. fünf aus Frankreich gibt einen Chemiepunkt und drei Ligue 1 Spieler gibt den dritten Chemiepunkt. Und rechts daneben haben wir Seko Fofana, der sowieso schon immer geile Karten hatte, der jetzt bei Monaco spielt und ein 79er Rating bekommen wird. Ja, bei dem fehlt noch ein Chemiepunkt, der bekommt nur zwei durch die Franzosen links und die Ligue 1 links. So langsam versteht ihr das Chemiesystem, kann euch aber trotzdem sagen, dass es unglaublich schwierig ist, ein Hybrid-Team mit 33 Chemie zu bekommen, aber wir kommen jetzt zu den Außenspielern. So Freunde, wir kommen nun zu den Außenspielern und wir fangen bei dem Rechtsmittelfeldspieler an, denn das ist Moussa Diaby. 81er Karte, der wird im neuen FIFA höchstwahrscheinlich ein 84er Rating haben und endlich mal auch über 70 Schuss. Super, super geile Karte, vor allem zum Beginn. Ich glaube, er wird nicht zu teuer sein, da er immer noch bei Leverkusen spielt. Klar, dieses Franzosen-Thema kann natürlich ihn ein bisschen hochpushen vom Preis, aber ich denke, er wird absolut kaufbar sein in den ersten ein bis zwei Wochen. Und auf der anderen Seite haben wir Jonathan Bamba, der dieses Jahr schon eine geile Karte hat, der nächstes Jahr genauso eine geile Karte haben wird und der auch, genauso wie, Diaby, schon auf Full Cam ist durch insgesamt sechs Franzosen. Wir sehen es hier. Sechs Franzosen geben zwei Chemiepunkte und aber auch jeweils drei aus der Ligue 1 und drei aus der Bundesliga, die auch einen Chemiepunkt geben. Pau Torres hat bis jetzt null Chemie. Unai Simon dasselbe. Mal schauen, wie wir die auf volle Chemie bekommen. Wie gesagt, die Links sind ja nicht mehr wichtig, sondern wie alle Spieler untereinander dann funktionieren und sich gegenseitig die Chemiepunkte geben durch eben diese Geschichten hier mit den Vereinen und Nationen. So Freunde, wir kommen nun zu dem Sturm und es war natürlich klar, wir brauchen noch Spanier, wir brauchen La Liga-Spieler und wir brauchen noch einen jeweils von Athletic Bilbao und einen von, Villarreal. Und wir haben im linken Sturm Iñaki Williams. Das soll anscheinend seine Karte werden. Richtig gute Karte. Super ähnlich oder eigentlich identisch wie dieses Jahr. Ist einfach jedes Jahr in Starterteams OP. Durch seine Größe, durch seine Schnelligkeit, durch seinen Abschluss. Der andere Stürmer wird Morales sein, der insgesamt ein Downgrade bekommt. Wahrscheinlich ein 80er Rating haben wird. Aber immer noch super solide Stats. Tempo, Schuss und Dribbling für ein Starterteam. Und ja, dann haben wir insgesamt ein wahrscheinlich sehr billiges Team. Aber ein Team, wo jeder Spieler volle Chemie hat und was meiner Meinung nach mit Sicherheit auch definitiv OP sein wird am Anfang. Schnelle Spieler dabei, Allrounder dabei im Zentrum, abschlussstarke Spieler im Sturm. Ein super Team und man muss sagen, hier sehen wir jetzt gerade auch die Vorteile eines des neuen Chemiesystems. Pau Torres kann halt daneben Klaus und Fofana spielen, was letztes Jahr zum Beispiel nicht funktioniert hätte. Der wäre niemals auf volle Chemie gekommen. So schafft er es, weil die Stürmer halt eben noch aus Spanien kommen. Aber wie gesagt, die Nachteile sind, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, so ein Team sich zu bauen. Ihr könnt es ja mal gerne probieren und in die Kommentare schreiben, ob es bei euch so leicht geklappt hat oder ob ihr auch länger gebraucht habt, um vernünftige Teams zu bauen. Ich bin mal gespannt, was ihr so reinschreibt in die Kommentare. So Freunde, wir kommen nun zu dem etwas teureren Team, aber jetzt nicht irgendwie unkäuflich, sondern wirklich, ja, wenn man am Anfang die ersten Wochen grindet, wenn man vielleicht durch die Ultimate Edition ein paar FIFA Points hat, die man in Drafts dann verzieht, wo man dann Rewards und Packs hat, wo man vielleicht ein bisschen Packluck hat, wo man Rivals vielleicht einen kleinen Bonus bekommt, vielleicht 100k. Da wird es auf jeden Fall am Anfang einige Möglichkeiten geben. Deswegen jetzt dieses Team, Freunde, was auch sehr kreativ ist, wo auch wieder drei Ligen drin sein werden und wo wir uns auch definitiv viel Mühe gegeben haben beim Teambau. Wir fangen an mit Areola im Tor. Torwart, wie gesagt, kann ich nicht viel dazu sagen. Und in der Innenverteidigung haben wir zum einen Kimpembe. Kimpembe, der weiterhin ein 83er Rating haben wird, dementsprechend genauso OP bleiben wird. Und daneben Jules Koundé von FC Barcelona, der ein Upgrade bekommen wird. Wir gucken uns mal die Karte an, die es voraussichtlich wird. Die ist sehr, 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 sehr sexy. Also das wird eine OP-Karte, Freunde. Die wird auch nicht so billig, aber auch nicht zu teuer. Deswegen hier Koundé am Start und wir sehen es. Drei Franzosen, das gibt auch schon mal den ersten Chemiepunkt. So Freunde, wir kommen nun zu den Außenverteidigern und ja, da wird es dann etwas teurer. Da muss man dann gucken, okay, kann man sich diese Außenverteidiger leisten oder
versucht man es dann mit zwei anderen. Wichtig dabei, beide müssen aus einem Premier League Verein sein und einer muss Portugiese sein. Zum Beispiel vielleicht Semedo und ein anderer Linksverteidiger von Wolverhampton. Wir haben aber jetzt hier Cancelo zum einen am Start und wir sehen es hier, der wird höchstwahrscheinlich ein Upgrade bekommen. 88er Karte, unglaubliche Karte, die mit Sicherheit, ja, Außenverteidiger. Ich schätze mal 100, 150k kosten, ja, wobei 100k, glaube ich, könnte schon hinkommen für einen Außenverteidiger. Aber sehr, sehr krasse Karte. Und als Rechtsverteidiger haben wir Kyle Walker, der eine 85er Karte wahrscheinlich bleiben wird. Dementsprechend wird die Karte sich auch nicht groß verändern, wird weiterhin eine unfassbar krasse Außenverteidigerkarte bleiben oder vielleicht sogar IV-Karte, je nachdem, welche Formation man spielt. Und wir sehen es, Freunde, dadurch, dass wir jetzt den dritten Spieler von der Premier League haben, zwei Spieler von Man City haben, haben wir jetzt hier schon mal zwei Chemistry-Punkte für beide Spieler. So, Freunde, wir kommen nun zum Zentrum und da haben wir zum einen Renato Sanchez, der, ich glaube, müsste ein 80er-Rating bleiben. Natürlich die perfekten Allrounder-Stats hat. Zu Beginn von FIFA eine Karte, die sehr, sehr beliebt ist. Sehr schnell, beweglich, trotzdem defensiv stark. Dadurch, dass er bei Paris jetzt spielt, wird er wahrscheinlich nochmal einen Ticken teurer werden. Dafür wird aber der Mann daneben, Bruno Fernandes, billiger werden als letztes Jahr, denn die Karte wird ein Downgrade wahrscheinlich bekommen auf eine 86, wird aber trotzdem noch sehr, sehr, sehr spielbar sein und den Mann brauchen wir einfach für den portugiesischen Link und den Premier League Link, der oder beziehungsweise Chemistry Punkt, was für Link, gibt es ja nicht mehr, der noch gleich dazukommen wird und ihr seht, Freunde, rechts über meiner Facecam die ganzen Chemistry-Punkte, die verteilt werden. Drei Premier League-Spieler, drei Franzosen, drei Portugiesen, zwei Man City, zwei Paris und so weiter und so fort. Und es ist nicht so leicht, ihr merkt es schon. Probiert es selber gerne mal aus durch Footbin. Ich baue hier gerade bei Footbin. Dann werdet ihr sehen, so easy ist es gar nicht, jeden auf Full Camp zu bekommen. So, Freunde, wir kommen nun zu den zwei Außenspielern. Wir haben zum einen Martial, natürlich jedes FIFA aktuell beliebt, aber auch dieses FIFA wird er beliebt sein. Wir gucken mal kurz rein in einen Sneak Peek. Martial wird ein Downgrade bekommen auf 80, wird auch etwas schwächere Werte haben als letztes Jahr. Der wird trotzdem OP. Der wird trotzdem OP, der wird trotzdem gut, auch für den Start vor allem. Deswegen hier Martial im Team. Rechts haben wir dann Ousmane Dembélé, einer meiner Lieblingskarten zum Start von FIFA immer in der ersten Weekend League, weil er wahrscheinlich auch wieder 5 Sterne Skill und 5 Sterne Weakfoot haben wird. Was aber interessant sein wird, ist, er wird dieselbe Karte ungefähr bleiben. Wir gucken mal kurz rein. Da wird sich kaum bis gar nichts verändern, wird ein 83er Rating bleiben, wie letztes Jahr. Ich erinnere mich, letztes Jahr war er unfassbar krass am Anfang, ich habe ihn sehr, sehr lange gespielt am Anfang und es wird dieses Jahr wahrscheinlich auch passieren, deswegen hier Dembélé am Start. Wir sehen es, Martial hat schon seine 3 Chemistry Punkte, Menu, Premier League und Frankreich, Dembélé. Der braucht noch einen, genauso wie Kimpembe, Areola, Koundé und Walker. Und Sanchez. Ja, ihr seht es, Freunde, die brauchen alle noch einen Chemistry-Style. Vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, okay, welcher Spieler jetzt hier dazu kommt. Ich werde es euch zeigen. So, Freunde, wir kommen nun zum Sturm und wir sehen die zwei nächsten Franzosen hier im Team. Und zwar zum einen Ben Yedder am Start, Freunde. 5 Sterne Weakfoot wird er auch wieder haben. Er wird wahrscheinlich eine 84er Karte bleiben und er wird genauso OP bleiben wie auch die letzten Jahre. Ganz, ganz unangenehm gegen den zu spielen. Auch dieses Jahr wird es wieder sehr, sehr eklig, Ben Yedder. Daneben haben wir einen Mann, der nicht viel weniger eklig sein wird, denn Saint-Maximin wird wahrscheinlich ein Upgrade bekommen auf 81. Allein letztes Jahr war die Karte zu Beginn schon OP. Dieses Jahr wird sie noch krasser sein, denn er wird einen besseren Abschluss bekommen und er wird ein besseres Dribbling bekommen. Also diese Karte, da wird mir ganz, ganz übel. 5 Sterne Skill wahrscheinlich zusätzlich auch noch. Alle haben jetzt auch Full Chemistry bekommen. Wir sehen es rechts aufgelistet, was die Gründe sind für die Chemistry-Punkte, die verteilt werden. Barcelona, Paris, Man U, City. Dann haben wir Portugal, Ligue 1, Premier League und Franzosen. Also bunt gemixt, dieses Team, aber es wird unfassbar geil sein. Ich denke mal, ich schätze mal, das Team wird so um die
plus minus 500k kosten. Wenn man am Anfang grindet, ist es für die erste Weekend League auf jeden Fall möglich. Meiner Meinung nach ein unfassbar krankes OP-Team, was ihr auf jeden Fall rocken könntet in der ersten Weekend League. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, Freunde, wie euch diese Teams gefallen. Wir werden das ein oder andere Team-Video auf jeden Fall noch machen, vor allem wenn das Spiel dann auch rauskommt. Dann werden wir auch auf die verschiedenen Budgets eingehen, weil ich dann auch weiß, wie viel jeder Spieler kostet. Wie gesagt, zu dem Thema, Freunde, ich bin Content Creator. Ich muss leider mir diese Stats jetzt anschauen. Es hilft nichts, wenn ich bis zum FIFA-Release warte, was jetzt die ganzen Leaks rausgebracht haben. Denn dann bin ich weit, weit hinten dran im Vergleich zu anderen. Also ich muss immer, immer up to date sein. Trotzdem feiere ich das gerade gar nicht, dass gerade alles geleakt wird. Der ein oder andere hat mir aber geschrieben bei Insta, hey, ist doch ganz cool, dann steigt die Vorfreude. Vorfreude ist trotzdem da. Trotzdem bin ich sauer auf EA, dass sowas passieren konnte. Dadurch, dass es einen Bug gab bei der Xbox, konnten manche schon spielen. Dadurch dann auch eben diese Ratings und Leaks. Und ja, da kommen wir leider nicht drum hinweg. Müssen wir akzeptieren. Und dann heißt es, freie Fahrt für FIFA 23, Freunde. Die nächsten Videos werden geisteskranke Vlogs. Freut euch einfach drauf. Ich will gar nicht zu viel sagen. Freut euch auf die nächsten Videos, bevor FIFA 23 losgeht. Haut rein, euer Fabio. Kuss, Kuss. Ciao, ciao. Backlash written on me, car dropping on a glass bowl. I've been balling, free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Get the backlash written.